Grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um mein erstes Mal. Nicht, was ihr jetzt denkt, sondern ich habe mir zum ersten Mal online Schuhe bestellt. Weil es liegen jetzt demnächst ein paar Wanderungen an und da wollte ich anständige Wanderschuhe haben. Bis jetzt habe ich immer ein Geschäft eingekauft, weil ich das Problem habe, ich habe Platz, Senk, Spreizfuß, also eigentlich alles, was man haben kann. Und da bin ich immer ein bisschen eigen. Ja, wenn ich die falschen Schuhe kaufe, dann lahme ich spätestens nach einer Stunde wie so ein alter Gaul. Mir tun die Füße weh. Und das ist natürlich nicht so der Hit. Wie ihr seht, habe ich mal Mut zur Farbe bewiesen und habe mir mal was Buntes gekauft. Und nichts in Grün oder Schwarz oder sowas. Ich bin gerade an einem Baumstamm vorbeigegangen. Da gehe ich jetzt noch mal zurück und dann werde ich euch die Schuhe mal genauer zeigen. So, jetzt kann ich euch mal den Schuh richtig zeigen. Also er ist federleicht, hat auch eine schöne griffige Sohle. Hat dieses Schnürsenkelsystem, wo man einfach nur festziehen muss. Es sind aber auch, wer da nicht mit klarkommt, nochmal normale Schnürsenkel dabei. Wie sich das mit den Schuhen nach langer Wanderung verhält, kann ich natürlich noch nicht sagen. Ich bin da selber mal gespannt. Der Online-Shop, wo ich die gekauft habe, nennt sich fußmode.de. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf die Seite ja mal drauf gehen. Ich muss natürlich auch gleich dazu sagen, das ist keine Werbung für den Shop, sondern den Schuh habe ich mir selber privat gekauft, von meinem eigenen Geld. Weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Also er passt wie angegossen. Ich habe Größe 42. Frauenfüße. Und werde natürlich nach meinen diversen Wanderungen nochmal ein Update-Video machen, wie ich mit diesem Schuh zufrieden bin. Also er passt wunderbar. Bin jetzt noch nicht viel mitgelaufen, aber dieses System, wo man einfach nur ein bisschen nachspannen muss, finde ich gar nicht schlecht. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Werde euch natürlich in Sachen Schuhe auf den Laufenden halten. Und dann soll es das mal wieder gewesen sein, wenn euch das Video gefallen hat. Würde ich mich über ein Like freuen. Denkt an ein Abo. Ihr wisst, es kostet nichts. Und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Dann bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten Video.